Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke. Die Feiertage stehen an. Und Feiertage und Festtage bedeuten für uns meist besinnliche Feiertage, schöne und ruhige Feiertage. Doch meistens, nicht immer, passiert, wenn viele Menschen, gerade auch Familien, zusammen sind auf engstem Raum, Streit, Ärger, Wut. Oftmals fühlen wir uns auch hilflos. Und damit Sie gerüstet sind für diese Tage, hier noch zum Abschluss des Jahres ein kleines Hilfsvideo mit auf den Weg von der Gesundheitswerkstatt. Viel ist zu tun, wir haben große Erwartungen. Ein festlich geschmückter Raum, ein toll geschmückter Baum, eine tolle Festtafel, alles geschmückt und am besten auch noch mit Kärtchen für jeden, wo er zu sitzen hat. Wir wollen uns schön kleiden. Der Heiligabend, für alle soll er doch gut und harmonisch ablaufen. Das bedeutet Organisation und vielleicht auch Stress. Und die Feiertage, ein toller Braten, ein tolles Essen. Die Familie kommt, alles soll perfekt sein. Und hier lauert so manches, was uns oftmals wieder in alte Muster zurückbringt. Sie haben so viel gelernt in dem ganzen Jahr und jetzt ist es Zeit, es anzuwenden. Das Beispiel Stress. Wenn der Braten nicht gelingt oder in der Küche irgendetwas herunterfällt, nicht so klappt, Sie in Zeitnot sind, dann spüren Sie, wie Sie hilflos werden. Versuchen Sie, Lösungen zu finden. Und denken Sie, wenn das Gefühl sehr stark ist, daran, den X-Prozess zu machen, um wieder klar im Kopf zu werden, um die Gedanken zu bemerken. Diese Gedanken hinterfragen Sie und finden Sie einen hilfreicheren Gedanken, der Ihnen in dieser Situation, in diesem Stress hilft. Und dieses können Gedanken sein wie, es ist menschlich, etwas falsch zu machen, obwohl falsch finde ich einen sehr unangenehmen Begriff. Aber es ist ganz menschlich, dass nicht alles perfekt durchgeplant ist. Oder fragen Sie jemanden, ob er Ihnen hilft. Es gibt genug Hände bei einer Feier. Und wenn Sie dann am großen Tisch sitzen und es wird viel geredet und irgendeiner aus Ihrer Familie, der Ihr Arschengel ist, gibt irgendein Satz von sich und Sie merken, wie das wieder hochsteigt und wie es nicht passt. Und dann kommt alles, aber alles aus den ganzen Jahren, die Sie schon zusammen hatten, an Erfahrungen, kommt wieder hoch. Und Sie merken, wie Sie verärgert sind und diese Wut oder vielleicht auch diese Trauer. Es sind so viele verschiedene Gefühle, wenn wir gerade mit unserer Familie zusammen sind. Dann bemerken Sie es. Merken Sie, wie die Gefühle kommen. Verabschieden Sie sich kurz, Sie müssten vielleicht auf die Toilette. Klopfen Sie diese Gefühle weg. Ich lasse sie gehen, ich lasse sie gehen, ich lasse sie gehen. Den Wohlfühlanker, Friede. Zwischendurch durchatmen und danke. Bemerken Sie, was alles hochkommt. Und dann schreiben Sie es vielleicht auf, dass Sie es zu einem anderen Moment bearbeiten. Und jetzt im Moment finden Sie hilfreichere Gedanken, die für sich selbst auch harmonischer sind, damit Sie den Tag genießen, damit Sie Ihr Weihnachtsfest genießen. Seien Sie also gewappnet. Wenn Sie nochmal nachlesen möchten, schauen Sie im Blog nach. ABC-Protokoll und auch das Hinterfragen. Und finden Sie hilfreichere Gedanken, damit es Ihnen gut geht. Und nicht, damit es den anderen gut geht oder sie alles einstecken. Nein, ihnen soll es bei diesem Fest gut gehen. In der Familie, mit der Familie und damit sie es auch wirklich genießen können. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das klappt. Wenn es klappt, wird es ein tolles Fest. Ein Fest, an dem Sie so viele schöne Gefühle haben. Die Geschenke auspacken, die Musik hören, den Duft von Tannennadeln und von Kerzen und das in den Arm genommen werden, das Beisammensein und das kann alles so wunderbar sein. Und das wünsche ich Ihnen. Bei jedem Moment, den Sie schön finden, denken Sie daran, Ihren Wohlfühlanker zu drücken, um das aufzunehmen und zu speichern. Ich wünsche Ihnen
Alles Gute. Haben Sie ein schönes Weihnachtsfest. Rutschen Sie gut ins neue Jahr. Und da sehen wir uns wieder, weil eigentlich gibt es ja noch so viel zu tun. Bleiben Sie dran. Vergessen Sie nicht, von nichts kommt nichts. Werden Sie zum Gehirnbenutzer. Es lohnt sich. Für alle. Alles Gute. Ihre Sandra von der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Ciao, ciao.